Es fällt mir gerade wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Denn dieses Brot ist eine 10 von 10, eine 100 von 10. Ich habe übrigens den ultimativen Sommerhack für mich entdeckt und zwar ist das, es ist halt einfach wie eine Spaghetti, aber irgendwie leichter. Also man hat das Gefühl, es ist nicht so schwer. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen What I Eat in a Day von mir. Heute habe ich wieder ein paar sehr leckere Rezepte für euch dabei. Wir gehen einmal gemeinsam durch Frühstück, Lunch und Dinner. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal wieder, was ich so über den Tag hinweg esse. Ich muss dazu sagen, wir haben es heute Wochenende. Das heißt, am Wochenende habe ich einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit, hier was zu essen zu machen. Und ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Und da sind ein paar sehr leckere Sachen dabei. Ich war schon im Biomarkt, habe so ein paar Sachen gekauft. Und auch bei Rewe, da habe ich auch noch ein paar Zutaten gekauft, denn wir brauchten einfach mal wieder was. Der Kühlschrank war wieder sehr leer. Und im Biomarkt gibt es so ein paar Sachen, die ich immer super gerne kaufe. Das zeige ich euch gleich mal. Da sind ein paar Favoriten dabei, die ich mir immer wieder nachkaufe. Und wir machen heute zum Frühstück ein super leckeres Tomaten-Ricotta-Brot mit Rucola und Knoblauch. Also es ist sehr knoblauchlastig und generell, ich liebe ja Knoblauch und in meinen Rezepten werdet ihr immer sehr viel Knoblauch finden. Kann man aber natürlich alternativ weglassen. Dann machen wir zum Mittag einen Hähnchensalat mit Dill, also was sehr Leckeres und Frisches vor allem. Auch gerade jetzt bei den warmen Temperaturen. Auch heute wieder ist es sehr warm und sonnig und da mag ich es einfach gerne ein bisschen was Frisches auch zu essen, also weniger deftiges Sachen. Und heute Abend gibt es etwas, was ich selber noch nicht probiert habe, und zwar Glasnudeln mit Ingwer, also was eher Asiatisches. Und da habe ich unter anderem auch noch was gebraucht aus dem Biomarkt, und zwar so eine Miso-Paste. So sieht die aus. Ich habe das ganz oft, wenn ich Rezepte ausprobiere, dadurch, dass ich ja sehr oft andere Rezepte ausprobiere, weil ich es einfach auch schön finde, wenn man einfach mal was Neues ausprobiert. Und dann immer, wenn ich mal wieder was probiere, habe ich dann gewisse Zutaten dabei, die ich brauche, die ich aber nicht zu Hause habe. Und ich hatte es schon ganz oft, dass die Zutaten schlecht geworden sind, weil ich dann so eine Zutat eben nur für dieses eine Rezept brauche und danach nie wieder. Und ich könnte mir vorstellen, Miso-Paste ist auch so ein Kandidat, den ich danach wahrscheinlich eher seltener brauche. Aber ich wollte das Rezept unbedingt mal testen und wenn es lecker schmeckt, so wie es jedenfalls aussah, dann werde ich die auch aufbrauchen. Dann führe ich euch gerade mal kurz durch meinen Einkauf. Ich habe unter anderem wieder diese Soße gekauft. Die Soße ist der absolute Hammer. Die ist auch vegan und auch glutenfrei und die schmeckt so lecker auf einen Burger. Immer wenn wir uns Burger machen, kommt diese Soße noch mit oben drauf und die schmeckt richtig gut. Ich glaube, das ist sogar eine Grill- und Würzsoße. Also die kann man wahrscheinlich grundsätzlich zu vielem essen, aber gerade bei Burgern schmeckt die sehr lecker. Dann habe ich auch noch mal Sojasauce gebraucht, noch ein paar Karotten. Dann habe ich hier noch ein paar Snacks mitgenommen und zwar liebe ich die Pralinis. So sehen die aus. Oder auch die Linis Bites, diese hier. Da habe ich jetzt ganz viele verschiedene Sorten mitgenommen. Die nehme ich mir immer mal mit. Unter anderem schmeckt diese Sorte auch sehr lecker. Hazelnut Nougat Choc. Aber ich habe jetzt hier auch noch Almond Cookie Dough. Und hier die Pralinis auch in Salted Peanut Butter. Also da probiere ich mich immer sehr gerne durch. Und ich habe einfach solche Riegel immer gerne zu Hause. Einfach um sie dann am Nachmittag mal zu snacken. Aber heute machen wir uns einen anderen Snack am Nachmittag. Einen selbstgemachten Snack. Dann habe ich mir noch einen Tofu mitgenommen. Den Tofu Natur. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten wie Tomaten. Da nehme ich mir immer gerne diese bunten Snacktomaten. Damit mache ich mir immer ganz gerne Pasta-Gerichte. Und dann noch eine Spitzpaprika. Und dann habe ich hier auch noch diese Tortellini gefunden. So sehen die aus mit Ricotta und Basilikum. Ich finde, es geht nichts über ein hausgemachtes Essen, was man zu Hause kocht und was Frisches, wenn man weiß, was drin ist. Aber sind wir mal realistisch, unter der Woche, wenn die Zeit knapp ist, ist es auch einfach mal Nudeln mit Tomatensauce oder wie jetzt in dem Fall solche Tortellini. Esse ich einfach auch sehr gerne und ich glaube, die Sorte war neu, die wollte ich einfach mal testen. Bevor ich mit irgendetwas anderem jetzt weitermache, brauche ich jetzt allererstes erstmal meinen Matcha-Latte. Den mache ich mir immer ganz gerne kalt. Also ich mache da einfach immer nur ein paar Eiswürfel rein und dann genieße ich den kalt, gerade jetzt an so einem Tag wie heute, wenn es eh schon total warm ist. Starten wir mit der ersten Mahlzeit für heute und zwar meinem Frühstück. Da habe ich mir dieses leckere Tomatenbrot mit Ricotta und Rucola gemacht.
Hier seht ihr einmal die ganzen Zutaten, die wir dafür brauchen. Wir brauchen das frische Brot, da habe ich ein sehr leckeres Krustenbrot, Olivenöl, Trüffelsalz, Ricotta, etwas Pfeffer, den Rucola, eine ganze Knoblauchzehe, eine Tomate und Parmesan. Am Stück habe ich dazu noch, der schmeckt auch immer super lecker. Dazu röste ich erstmal das Brot an, da gebe ich etwas Olivenöl aufs Brot und röste das in der Pfanne an. Dann drehe ich das einmal und wenn das goldbraun gebraten ist, dann hole ich es raus. Dann kommt noch der Knoblauch oben drauf und Ricotta. Als nächstes reibe ich dann noch den Parmesankäse oben drauf, den frischen Rucola, etwas Pfeffer und noch ein paar Tomatenscheiben. Und das Ganze toppe ich dann noch mit etwas Trüffelsalz und noch zum Schluss etwas extra Olivenöl und Balsamico. Mein Frühstück ist fertig und mir zerläuft gerade wirklich das Wasser im Mund. Ich habe gerade wirklich so Hunger. Heute war der Morgen wieder sehr stressig. Das ist leider genau das, was ich öfter habe, dass ich einfach morgens das Frühstück, das ist bei mir am ehesten das, was bei mir irgendwie ausfällt oder auf den Mittag verlegt wird, weil ich einfach morgens meistens so viel zu tun habe. Aber jetzt beiße ich erstmal in dieses leckere Brot. Und wenn ihr das gerade riechen könntet, wie gut das gerade schon duftet. Es fällt mir gerade wirklich schwer, das in Worte zu fassen, denn dieses Brot ist eine 10 von 10, eine 100 von 10. Es schmeckt so lecker. Es ist viel besser als jedes Brot, das ich jemals in irgendeinem Café gegessen habe. Es ist wirklich eine Geschmacksexplosion und ich übertreibe gerade nicht. Ich werde mir das jetzt erstmal schmecken lassen, aber ich muss euch jetzt nicht unbedingt einen vorschmatzen. Ich wollte noch mal kurz sagen, das, was beim Brot auch super lecker ist, ist vor allem das Brot selbst. Und ich habe sehr lange recherchiert nach dem perfekten Brot und bin jetzt auf eine Bäckerei gestoßen. Die gibt es hier auf jeden Fall in Hannover und zwar die Backgeschwister. Und das ist das Sylter Brot. Und es ist ein Brot wie beim Italiener. Kennt ihr das beim Italiener, dieses Brot, was man noch dazu bekommt, was man da mit Olivenöl isst? Dieses richtig weiche Brot im Kern, aber außen diese total knusprige Kruste. Wir kaufen uns hier mal so einen richtigen Klotz. Also das war ein ganzes Brot und das war, glaube ich, noch ungefähr so lang. Wir sind zu zweit, aber wir schaffen das auf, denn wir essen davon in der Regel immer so 2, 3 Scheiben. Seitdem ich das gefunden habe, kaufe ich das nur noch und es ist tatsächlich auch sehr oft ausverkauft. Wenn ich neue Rezepte ausprobiere, dann achte ich vor allem darauf, dass es natürlich zum einen auch etwas sehr Leckeres ist, bei dem ich auch Spaß daran habe, das zu kochen und vor allem auch zu essen. Aber ich achte auch vor allem darauf, dass es vor allem schnell geht. In der Regel habe ich relativ wenig Zeit und ich möchte auch nicht allzu viel Zeit hier in der Küche verbringen und besonders wenn ich morgens, mittags und abends mir was vorbereite, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, dann muss es einfach schnell gehen. Und das Rezept, das ich euch als nächstes vorstelle, ist genau so ein Rezept. Es ist sehr frisch, es ist sehr leicht und es geht vor allem sehr schnell, denn die ganzen Zutaten, die werden einfach nur geschnibbelt, in die Schale geschmissen und dann einmal umgerührt. Da habe ich hier Dill, Staudensellerie, Frühlingszwiebeln, einen Salat, Hähnchen, Blattspinat und dann noch fürs Dressing etwas Orangensaft, Olivenöl, etwas Salz, Wasser und auch noch etwas Senf. Und das Praktische ist, dass ich ja für meine Dressings diesen kleinen süßen Dressing-Shaker habe. Den kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, denn damit könnt ihr ganz einfach ein hausgemachtes Dressing selbst machen. Also dieser kleine Freund ist da wirklich richtig, richtig hilfreich. Und um meinen Salat gut vorzubereiten, habe ich hier auch noch so eine Salatschleuder und die ist richtig, richtig cool. Denn da kommt der Salat rein, man wäscht den dann und dann kann man hier drauf ein paar Mal drücken und dann wird alles überschüssige Wasser nach außen geschleudert. Und was dann übrig bleibt, ist dann der trockene und abgewaschene Salat. Hier ist dann nochmal so eine kleine Schüssel mit drin. Und hier wird dann das Wasser drin aufgefangen. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich diese Schüssel hier benutze, wenn ich einfach eine große Schüssel brauche. Da mache ich mir auch einfach mal gerne meinen Salat drin, denn die ist auch vor allem sehr hoch und gerade beim Umrühren fällt dann wenig raus. Für den Hähnchensalat starte ich erstmal damit, das Hähnchen in der Pfanne heiß anzubraten. Dafür halbiere ich das Hähnchen vorab, damit es möglichst gleichmäßige Stückchen sind. Vom Frühstück hatte ich auch noch eine Knoblauchzehe übrig, die gebe ich einfach mit in die Pfanne für etwas mehr Knobi-Geschmack. In der Zwischenzeit mache ich dann auch schon mal weiter mit den restlichen Zutaten. Ich schneide den Sellerie in kleine Stückchen sowie auch den Salat. Und den Salat wasche ich dann auch nochmal gründlich in meiner Salatschleuder. Da seht ihr ja, wie viel Wasser da auch noch rauskommt. Das ist wirklich ein richtig cooles Gerät. Dann schneide ich noch den Dill zurecht, die Frühlingszwiebeln und auch den Spinat. Und dann ist auch in der Zwischenzeit schon das Hähnchen fertig geworden. Da schneide ich auch noch mal ein kleines Stückchen und gebe es auch mit in die Schüssel.
Als nächstes mache ich mit meinem Dressing weiter, das auch super schnell geht und einfach ist. Dazu kommt nur etwas Senf, etwas Orangensaft, etwas Olivenöl, Salz und Wasser in meinen Dressing-Shaker. Das mixe ich einmal ordentlich und dann kommt das auch schon mit in die Schüssel. Das wird einmal kräftig umgerührt und schon ist der Salat fertig. Ich würde gerade super gerne sagen, ich bin total produktiv gewesen in der Zwischenzeit und habe hier abgewaschen und mich um die offenen To-Dos gekümmert für die Hochzeit, die noch alle offen sind, also für die Feier dann. Aber ich bin eben eingeschlafen. Ich habe eben auf dem Sofa ein kleines Nickerchen gemacht und auch das muss mal sein am Wochenende. Es war gerade so eine Ruhe, Capri hat auch gerade geschlafen, die ist gerade wieder am Schlafen hier hinten in der Ecke. Aber ich dachte mir, ich habe jetzt richtig Lust auf ein kleines Dessert. Ich mache heute so ein kleines Joghurt-Dessert mit Obst, also mit Erdbeeren und Himbeeren und Schokolade. Dazu habe ich mir hier auch schon mal die ganzen Zutaten vorbereitet. Also man braucht nicht viel. Ich habe hier den griechischen Joghurt, dann noch etwas Obst. Hier sind ein paar Himbeeren und Erdbeeren drin, aber so viel brauchen wir davon gar nicht. Und noch etwas Schokolade. Da esse ich ja total gerne diese hier von Lindt mit etwas Salz. Die ist total lecker. Und dann vermischen wir das alles einmal und dann kommt es auch schon ins Gefrierfach. Und das Schöne an dem Dessert ist auch, dass man das Dessert so gestalten kann, wie man es gerne möchte. Also wenn man sagt, man verzichtet auf die Erdbeeren und nimmt stattdessen Bananen oder Mango oder irgendein anderes Obst. Man kann auch weiße Schokolade nehmen, also wie man es am liebsten mag. Das Obst habe ich gerade abgewaschen und als nächstes schneide ich das in kleine Stückchen. Das muss auch nicht ordentlich sein, aber Hauptsache, das sind nicht so eine dicken Erdbeerstückchen, sondern ein bisschen kleiner, dass das am Ende auch schön flach werden kann. Und dann kommt in diese Erdbeeren-Himbeermischung einfach ein bisschen griechischer Joghurt. Da nehme ich ungefähr so 3 Esslöffel und dann mixe ich das einmal alles gründlich durch. Und das kann auch ruhig noch ein bisschen mehr Joghurt sein, damit das auch schön fest wird. Und dann nehme ich mir einfach so ein gerades Holztablett und etwas Alufolie. Und ich versuche kleine, kreisförmige, wie so kleine Plätzchen zu machen. Und ich gucke auch, dass ich die so ein bisschen platt drücke, damit das auch alles schön gleichmäßig frieren kann. Und ihr seht schon, warum man auf jeden Fall ausreichend Joghurt braucht, damit das auch alles gut zusammenhält und das Obst dann nicht irgendwie alleine irgendwo schwimmt. Und die lege ich jetzt so ins Gefrierfach, bis sie fest geworden sind. Und dann tunke ich sie nochmal in flüssige Schokolade. Und da ich ja wusste, dass das alles ein bisschen dauert, bis das erstmal fest ist und durchgefroren ist, habe ich schon welche vorbereitet, denn die genieße ich jetzt erstmal. So sehen die aus, wenn die dann mit der Schokolade ummantelt sind und richtig schön fest sind. Man muss sich allerdings ein bisschen beeilen, die zu essen, denn die schmelzen natürlich auch recht schnell. Sieht das nicht lecker aus? Jetzt gibt es mal wieder einen kleinen Live-Taste-Test. Es ist richtig lecker. Also es schmeckt wirklich wie Eis, aber man weiß, es ist deutlich gesünder als gekauftes industrielles Eis. Und das hier ist wirklich, wirklich sehr lecker. Ich habe übrigens den ultimativen Sommerhack für mich entdeckt und zwar ist das, Eistee selbst zu machen. Bei Messmer gibt es im Sommer so eine Sommersorte und zwar ist das die Pfirsichsorte und den haben wir uns jetzt auch schon öfter gemacht, auch schon warm getrunken. Aber ich hatte letztens gedacht, ich kann den doch einfach mal vorbereiten in der Kanne. Da mache ich so 3-4 Teebeutel rein und dann koche ich den morgens ab, stelle den in den Kühlschrank und dann ist der am Nachmittag kalt, schön eiskalt auf Eiswürfeln. Seht ja auch schon, wie kalt die Kanne ist. Und dann nehme ich mir hier so ein paar Eiswürfel. Cheers, ihr Lieben. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Und das ist so lecker und erfrischend. Und hat auch den perfekten Grad an Süße. Also nicht zu süß. Und wirklich super, super lecker und erfrischend. Also müsst ihr unbedingt mal testen. Ich glaube, es gibt ja auch sogar extra diesen Tee, der auch extra für Eistee gedacht ist. Aber das, muss ich sagen, hat uns jetzt wirklich überzeugt. Und seitdem wir das letztens mal ausprobiert haben, machen wir das tatsächlich fast jeden Tag. Und genießen hier dann immer so einen leckeren, frisch gemachten Eistee. Es ist mittlerweile schon etwas später am Abend, beziehungsweise genauer gesagt ist es jetzt 5:50 und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt schon mal anfange, das Abendessen vorzubereiten, denn abends geht es bei mir relativ schnell, dass ich dann irgendwann schlagartig super müde werde, dass ich gar nicht mehr so die Energie habe, dann noch groß was zu kochen und ich nutze auch abends immer ganz gerne noch die Zeit, um noch ein bisschen zu arbeiten, deswegen habe ich da gleich noch ein bisschen was vor mir. Das Gericht, das ich uns heute zum Abendessen mache, ist auch für mich ein neues Gericht und zwar ist das der Glasnudelsalat mit Ingwer. Da kommt rein Glasnudeln, Frühlingszwiebeln, Ingwer natürlich, Limettensaft,
Dann habe ich noch Kokosblütenzucker, etwas Chili-Pulver, etwas Sesam, Sojasauce und Sesamöl und noch etwas Knobi. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und das Gute an dem Gericht ist, dass es wirklich super schnell ist. Es dauert nur 10 Minuten. Alleine die Glasnudeln brauchen nur 4 Minuten zum Kochen. Dann sind die sogar schon gar. Und dann wirft man alles nur einfach zusammen und dann ist es auch schon fertig. Also es ist das perfekte Gericht für unter der Woche, wenn man weniger Zeit hat oder auch fürs Homeoffice und ist super, super schnell und sehr einfach gemacht. Für das Abendessen starte ich als erstes damit, den Ingwer vorzubereiten und zu schälen und die Frühlingszwiebel in kleine Scheiben zu schneiden. Dann gebe ich das in meine große Schüssel, zusammen auch mit einer ganzen Knoblauchzehe, die ich durch meine Knoblauchpresse gegeben habe. Das gleiche habe ich auch mit dem Ingwer probiert. Das hat allerdings sehr schlecht funktioniert, deswegen habe ich mich dann für die Reibe entschieden. Dann kommt noch etwas Sesam und etwas Chili noch mit in die Schüssel dazu und auch noch Sesamöl. Für das Dressing kommt dann noch der Saft einer ganzen Limette, Kokosblütenzucker, Sojasauce und Misopaste in meinen Dressing-Shaker und das wird dann alles wieder miteinander vermixt. Und in der Zwischenzeit sind auch schon die Glasnudeln fertig. Das Ganze kommt in meine Rührschüssel und wird einmal kräftig miteinander vermengt. Und et voilà, fertig ist der Glasnudelsalat. Bis auf die Tatsache, dass ich gerade 10 Minuten die Misopaste gesucht habe, weil ich nicht mehr wusste, wo ich sie hingelegt habe und sie war am Ende im Kühlschrank, hat das jetzt wirklich gar nicht lange gedauert. Das waren jetzt wirklich nur ein paar Minuten. Und schon ist dieses leckere Gericht fertig. Und wenn ihr riechen könntet, wie gut das gerade schon duftet. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das zu scharf sein könnte, weil da ja ein bisschen Chili mit dran kommt und ich esse jetzt nicht unbedingt scharf. Es ist vor allem auch sehr frisch, gerade durch den Ingwer. Es ist wirklich ein sehr leichtes Gericht und aber trotzdem gleichzeitig würzig und ja, einfach sehr, sehr lecker. Ich glaube sogar, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben Glasnudeln esse. Und die sind ganz lecker. Es ist halt einfach wie eine Spaghetti, aber irgendwie leichter. Also man hat das Gefühl, es ist nicht so schwer. Jetzt sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Wir lassen uns jetzt gleich erstmal unser Abendessen schmecken. Gleich auf der Terrasse, denn draußen ist gerade wieder absoluter Sonnenschein. An dieser Stelle nochmal ganz kurz der Reminder, dass das heute natürlich auch eine Ausnahme ist. Wir haben heute Wochenende und ich habe gerade die Zeit, 3 frische Gerichte zu kochen. In der Regel fällt es ein bisschen kleiner aus, aber natürlich, wenn ich die Zeit habe, dann liebe ich es, neue Rezepte auszuprobieren und auch gut zu kochen. Ich hoffe, dass die Rezepte euch auch angesprochen haben und da vielleicht was dabei ist, was ihr auch mal testen möchtet. Guckt unbedingt mal nach, wenn ihr hier aus der Region kommt, ob ihr auch diesen Bäcker habt oder ob ihr auch irgendwo ein ähnliches Brot findet. Das kann ich euch nur empfehlen, denn da könnt ihr so leckere Brote mitzaubern. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und einen schönen Start in die neue Woche. Lasst mich gerne wissen, was ihr als nächstes sehen möchtet und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag bei einem neuen Video von mir wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut!